Also erstmal einen schönen guten Abend, hallo Besucher und Kunstvereine, die beteiligt sind. Ich darf Sie hier begrüßen im Spektrum in unserer Produzentengalerie. Der heutige Anlass ist eine besondere Ausstellung mit dem schönen Titel Rhythmus und Bewegung. Und zwar die heutige Ausstellung zeigt zwei Künstlerinnen. Und zwar einmal mit den musikalischen Arbeiten von Rosi Geisler. Wo ist sie? Genauer gesagt zeigt sie szenische Zeichnungen zum Thema Blues und Jazz. Und die andere Künstlerin ist die Anna Lima. Sie zeigt die Darstellung von Gefühl und Bewegung in Bildern mit mystischen, märchenhaften oder skurrilen Inhalten. Dann haben wir noch was Besonderes. Die Ausstellung wird heute begleitet, und zwar musikalisch von Herrn Wolfgang Becker mit Gitarre und Gesang. Er ist heute solo bei uns. Herr Becker ist seit über 20 Jahren Mitglied, Komponist, Sänger und Gitarrist der Blues- und Rockformation Schwarzbrenner. Und mit Roswitha Geisler verbindet ihn eine lange künstlerische Freundschaft und gemeinsame Projekte. Zum Beispiel hat die Frau Geisler CD-Cover für die Band gestaltet oder ist auch aktiv bei der Bühnenkulisse. Gäste zuerst, Frau Geisler, stelle ich zuerst vor. Und zwar, Frau Geisler ist eine Spezialistin für Porträts. Ihre besondere Passion sind Porträts von Musikern und die Visualisierung von Musik. Vom Konzert inspiriert sieht sie schon beim Hören der Klänge die Linien und Flächen, die einmal die Klangdynamik darstellen werden. Ihre Werke zeigen die spannungsgeladene Verknüpfung von Musikern und deren Musik in dynamischer Bewegung und durch geschichtete Ebenen in den Tiefen des Weltraums. Seit frühester Jugend befasst sie sich mit dem figurativen und deskriptiven Zeichnen und Malen. In den 80er Jahren erweiterte sie das Spektrum ihrer darstellerischen Anwendungstechniken in der Kunstwerkstatt des Amsterdamer Künstlers Günther Roth. Und außerdem vertiefte sie ihre handwerklichen Fähigkeiten im Porträtieren mittels traditioneller Techniken in der klassischen Ölmalerei, die Ton-in-Ton- und Lasurmalerei bei Peter Osewald. Ihre Werke wurden in mehr als 50 Ausstellungen auch überregional präsentiert. Die Künstlerin arbeitet als Dozentin für Porträtzeichen im Kulturbahnhof Remscheid und ist im Vorstand des Kunstvereins Wermelskirchen e.V. Kommen wir zu Anja Luber. Anja Luber interessiert der Wechsel zwischen Abstraktion und Figuration. Sie zeigt farbige Bilder mit mystischen, teils märchenhaften Bildinhalten, aber auch mit skurrilen Motiven und surrealistisch anmutenden Ansichten. Ihr Leitbild ist die Verbundenheit mit allem, was ist. Die Darstellung von Sichtbarem und Unsichtbarem, von Träumen und Visionen. Wichtig sind ihr dabei die Darstellung des Gefühls und der Bewegung, die ihren Ausdruck finden in zum Teil opulenten Lichtreflexen, in tiefen Hintergründen und verschachtelten oder sich kunstvoll überschneidenden Bildebenen. Ihre Bilder laden zum Erforschen ein, schicken den Betrachter auch mal auf Schatzsuche in fabelhafte Welten oder nötigen ihn zum Lesen zwischen den Zeilen. Ihr Farbmedium ist vorrangig Öl, aber auch Gouache, Acryl und Bleistift. Ihre Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen, regional und im weiteren Umkreis präsentiert. Die Künstlerin arbeitet als Kunstpädagogin mit Kindern und engagiert sich aktiv im Umwelt- und Naturschutz. Sie ist Mitglied im Kunstverein Wermelskirchen und in unserer Künstlervereinigung Spektrum. Was mir noch wichtig ist, bevor ich Ihnen jetzt einen schönen Abend wünsche, viel Spaß mit der Ausstellung, viel Kunstgenuss mit unserem Musiker, Herrn Wolfgang Becker, einen entspannten Abend bei Sekt und Selkers, ist noch ein kleiner Hinweis. Man sagt nicht umsonst so schön, für Kunst braucht es den Künstler und jemanden, der die Kunst braucht, sprich auch kauft. Wir haben am Eingang rote Punkte.
wer sich nicht für einen Künstler entscheiden kann. Es gibt auch Fördermitgliedschaften. Für 30 Euro im Jahr sind Sie schon Fördermitglied im Spektrum. Dafür werden Sie 14 Mal eingeladen zu Sekt und Selters und einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen schöne Gespräche mit den Künstlern, eine interessante, anregende Ausstellung und übergebe jetzt an Herrn Becker und den Physikern. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Als ich die Einladung bekommen habe, habe ich natürlich gefragt, wie kann man jetzt diesen Künstlern da die richtigen Musiken dazu aussuchen. Es wurde gesagt, ich mache schon seit über 20 Jahren mit meiner Band Schwarzmanner Musik und wir machen was Besonderes. Wir vertonen nämlich fast ausschließlich seit über 20 Jahren die Gedichte des Expressionisten Georg Heim, die ihn nicht kennen. Ich sagte, war am Beginn letzten Jahrhunderts tätig, war ein junger Mann, der zwischen 23 und 25 Jahren dann quasi jeden Tag Gedichte geschrieben hat in dieser eruptiven Art. Die haben mich immer sehr fasziniert und die habe ich auch dann vertont. Und das war auch so ein bisschen der Anlass hier oder der Anknüpfungspunkt hier, dass ich gesagt habe, welche Lieder suche ich aus. Für die Anna Juva. Ich habe eins für die Anna Juva und eins natürlich für die Roswitha, die ich ja schon lange kenne und die auch von den CDs dann die Cover mitgestaltet hat. Habe ich ein bisschen überlegt und da habe ich ein Zitat rausgesucht von dem Georg Heim und das ist dann vielleicht auch die Überleitung zum ersten Stück. Der hat mit sehr jungen Jahren gesagt, man könnte vielleicht sagen, dass meine Dichtung der beste Beweis eines metaphysischen Landes ist, dass seine schwarzen Halbinseln weit hinein in unsere flüchtigen Tage steckt. Und das ist ja so ein bisschen das, was über das tägliche hinausgeht. Und der erste Song heißt Alle Landschaften. Alle Landschaften haben sich mit Blau erfüllt. Alle Büsche und Bäume des Traums. Weil in den Norden chillt. Leichte Geschwader Wolken, weiße Segel dich. Für die Gestade des Himmels dahinter zergehen in Wind und Licht. Wenn die Abende singen, wir schlafen ein. Geben die Träume die Schönheit.
Zeit liegt es ja nah, dass wir da einen Blues machen. Das ist ja nicht so überraschend. Und zwar haben natürlich die jungen Leute damals um 1910 auch ihre Liebeserklärung gemacht. Die haben sie ein bisschen übertriebener gesagt als heute. Da haben sie ein bisschen es zum Ausdruck bringen wollen, dass die Liebe unendlich ist und haben sich da ein Bild gesucht, nämlich Liebe bis über den Tod hinaus. Tod der Liebe im Meer. Wolfgang wird gleich nochmal spielen, also das ist jetzt mal noch nicht ganz zu Ende. Ne? So, nachher, wir gucken uns jetzt die Bilder an, wer es noch nicht getan hat, und dann wird Wolfgang uns nochmal erfreuen mit einem kleinen Set. Stimmt's? Ja.